Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge zusammen mit dem Magemetes 2. Hey Leute! Wir sind im Multiplayer immer noch unterwegs von Hamburg nach Stugitown mit über 3300 echten anderen Menschen auf diesem Server. Also es ist super viel los. Vor allen Dingen um Hamburg war echt viel los. Jetzt hier auf der Autobahn geht's eigentlich. Dann begegnen immer mal wieder ein paar anderen. Willst du eigentlich fahren oder ist es morgen? Erst morgen. Aber in Stuttgart wird es wahrscheinlich dann wieder ziemlich heftig. Wobei eigentlich will keiner nach Stuttgart, oder? Stuttgart, ja. Leute, schaut auf jeden Fall bei beiden Kanälen vorbei. Und bei mir natürlich immer noch ohne Kamera, wie in der letzten Folge. Wir haben die ja hier perfekt gesplittet und nehmen die quasi direkt im Anschluss auf. Deswegen fahren wir jetzt direkt weiter. Mein Blinker funktioniert da hinten. Ja, der hat funktioniert. Jetzt funktioniert er? Da hat er gerade geblinkt. Das verstehe ich gar nicht, dieses Spiel, echt. Siehst du mich noch oder bin ich schon weg? Noch bist du da. Ja, ich, also ich finde das immer noch unfair, dass ich. Oh mein Gott, hier steht einer Gewicht mitten auf der Straße. Transportiere und du immer mehr Geld bekommst. Pass auf, der muss ein bisschen rechts fahren, der steht links auf der Straße. Blink rechts. Nice. So ein guter Typ. Gleich schreit Jan. Ja, er hupt. Nice. Er fährt mir jetzt hinterher, er will mich wieder überholen. Ja, vor allem, weil er ohne Auflieger ist. Er hat das Licht ausgemacht, er hat das Licht wieder angemacht, er ist gecrashed. Aber nicht in mich rein, sondern in die Leitplanke. Sei froh. Jetzt fährt er irgendwie rechts lang. Jo, da oh, kriegt man schon Angst. So Verrückte. Da kriegt man echt Angst. In der ersten Folge. Ja, dich zum Beispiel. Du hast eine verrückte Sache gemacht mit dem einen. Oh lol, hier liegt einer. Was? Unfall? Ne, war wahrscheinlich ein Unfall. Kannst du ein bisschen auf. Ja, ich geb grad Gas. Ach so? Ich geb grad Gas, ja. Er ist wahrscheinlich mit Gas, oder? Und oh mein Gott! Was machst du, Blinken, Alter? Ich muss links rüber! Wieso musst du links rüber? Weiß ich nicht. Ich bin links, nicht. Echt? Da hab ich nie gesehen. Bist du eigentlich immer noch da? Alter! Ja, okay, ich geh weg. Ja, will ich dir auch, ne? Hinter dir ist übrigens einer. Echt? Dann fahr ich mal lieber links. Ja, lass ihn mal in der Mitte fahren. Wenn er uns überholen will, soll er mitten durch. Soll er uns dann überholen? Ich fahr 115 km/h. Ich fahr 123 Grad. Was? 24. Siehst du nicht, so, wie ich wegpace? Ja, doch, ich sehe. Ja, kann ich eigentlich wieder rüberziehen, ne? Digga, bleib auf der Spur mal! Ja, ich muss ein bisschen hier antäuschen, dass ich gleich umkippe. In einem geilen Auflieger. Alter! Oh, ich krieg dich nicht mehr unter Kontrolle! Alter, ich muss bremsen! Digga, ich hab kein Geld, ich bin mit 400.000 im Minus, ich kann hier nicht reinfahren. Ja, dann lass es doch. Ja, hör auf mit dem Scheiß! Ja, ich will doch nur also umfliegen. Links, rechts. Nein, ja, ich will nur beweisen. Ohne das. Ich will nur beweisen, dass man mit dem Teil nicht so leicht umfliegen kann. Links halten und dann bleiben sie. Blink ich eigentlich? Nee. Jetzt nicht? Nee. Das ist so ein Scheiß. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Immer mit Sicherheitsabstand in der Mike hinterher. Oder das ist vorfahren. Auch richtig. Willst du eigentlich vorfahren? Alter, warum ist hier schon wieder so viel los? Ich glaube, wir haben den hinter uns ein bisschen Angst gemacht, der ist nicht da. Oder du hast ihm Angst gemacht. Wir, oh Radar. Oh Radar. Ich sehe noch nicht ganz wo. Ah, jetzt. Aha, jetzt. Da ist es. Ja, man hat immer noch so 10 Minuten Zeit. Ja, reicht aber nicht, um dann einfach nur so schnell nur den Tempomaten runterzustellen, sondern man muss schon abbremsen. Ja klar, ich benutze ja gar keinen Tempomaten. Ja. Damit habe ich dich wieder abgehängt, obwohl ich auch nicht geblitzt wurde. Du kommst einfach wieder nicht.
Beschleunigung ist auch mit am Start. Hol dich gleich. Ja, wie schnell fährst du denn? Ja, meine Traktion ist nicht so gut, weil es regnet. Es hat auch einer in die Kommentare geschrieben, dass wir irgendwie so eine Mod installieren sollen, wodurch dann Schnee liegt und dann ist es auch angeblich richtig glatt und man muss so vorsichtiger fahren. Ja, das habe ich auch so geschafft, dass es glatt wurde. Immer geradeaus. Warum steht jede 200 Meter einer komplett quer auf der Gegenfahrbahn? Zum Glück nicht auf unserer. Ja, ist halt echt so. Soll ich mich auch mal querstellen? Ich könnte halt echt gefühlt 8 Spuren blockieren mit meinem LKW. LKW? Oh, schade, oh, der fährt weg. Rechts ab. Ja, Glück ab. Du, zum Glück, ich schade. Soll ich auch abfahren? Ja, bitte. Jetzt über die Mauer. Denn das macht alles einfacher. Was denn alles? Ja, alles. Ist ja voll dumm, wenn ich nicht blinke und einfach dann rechts rüber fahre. Ja, das ist echt dumm. Blink ich? Nee. Ey, das macht gar keinen Sinn. Ich kauf mir echt einen neuen Auflieger. Ah. 113 Kilometer, nee. Ja, ich weiß ja, dass du beim Berg immer ein bisschen Problems hast. Wenn ich Vollgas gebe, bin ich gleich wieder weg. Soll ich dir zeigen? Vollgas! Ja, zeig mal. Er fährt schon rüber. Ja, ich gebe gerade Vollgas, aber irgendwie komme ich nicht so weg. Oh, doch, jetzt. Kann ich schon rüber? Nein. Warum will ich eigentlich rüber? Das ist die Frage. Das ist eine ziemlich gute Frage. Oder da, scheiße. Nein! Ich hab noch versucht abzubremsen. Ich auch, aber ich war halt schon. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Ich hab wurde schon geblitzt und ich hab trotzdem versucht. Ne? Scheiße. Hä, hey, aber wieso konnte mich das blitzen? Ich war im Schatten von dir. Du warst ein bisschen zu nah dran. Sonst hätte ich dich warnen können. Warum kommen hier eigentlich die ganze Zeit Tunnel? Tunnels. Ja, irgendwie muss hier so ein Hügli sein. Hügli. Hügli. Die Schweizer Hügli. Oder sind das Österreicher? Nee, Schweizer schon. Schweiz. Schweiz ist das. Der LKW macht ganz, ganz komische Geräusche gerade. So. Stuttgart statt gerade schon auf dem Autobahnschild. Stuggitown! Und dann bleiben sie. Ist halt echt Stuggitown. München und Nürnberg. Ja, Nürnberg. Da müssen wir einmal hin. Immer geradeaus. Ich glaub, da will keiner hin. Ist eigentlich so hässlich da. Ja, oder? Ja, ist halt echt nicht so geil. München ist halt nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. War einmal in München bis jetzt. Echt nicht so cool. Hey, wann denn? Ah, jetzt muss ich schon raus. An meinem rechts Begleiter. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Was für ein Arschloch. Oh, Ausfahrt rechts. Nimm die Ausfahrt. Verwechsel immer das Pedal. Ich bin schon so ein alter Rentner, der so aus Versehen so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist auch noch ein Ausfahrtsschild! Was machst du denn? Ja. Oh mein Gott, das da ist noch einer! Ey, meine Kopfhörer waren wieder. Der Kleber hat sich gelöst!
Ich hab da kurz rumgefummelt und dann habe ich die Ausfahrt irgendwie verkackt. Ich weiß nicht ganz genau, was du gemacht hast. Ich musste, weil mein LKW bremst nicht so gut wie deiner. Ich habe ja auch mehr Last so. Hey. Ich musste ausweichen und musste dann noch dem Schild ausweichen und musste dann dem Typen, der sich einfach so dazwischen gequetscht hat, auch noch ausweichen. Also, aber ich habe es natürlich alles geschafft, ist doch klar. Ja. Aber ich sehe schon die Skyline hier. Die Skiline. Skiline. Demnächst links abbiegen. Nee, wegen euch deppet Leuten gar nicht die Ampel. Biege nach links ab. Alter, das machst du nicht! Alter! Hast du den Blinker gesehen, Jan? Was für ein Blinker? Ich hab den Blinker. Ich war hier gleich in deinen Auflieger rein. Lol. Vision. Hast du echt mal. Ja, weil der eine Typ da rausgefahren ist und der war dann schon in der Kulissenzone natürlich. Nice. Er ist einfach durch, nicht da durch und dann das hat man nicht gesehen. Das war eine schöne Fahrt, naja, ging so. Geht. Wo willst du dir denn? Ja, ich gehe mal natürlich die krasseste Abgabe. So wie immer, kenne ja von mir. Ich habe meinen Auflieger übrigens da stehen lassen, merke ich gerade. Ich bin gerade weggefahren und mein Auflieger steht noch da. Ja, upsie daisy. Naja, aber ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Jetzt gab es mal zwei kürzere Folgen. Ihr könnt mal reinschreiben, wie ihr das findet. Und ja, lasst eine Bewertung da, einen Kommentar, wo wir mal hinfahren sollen. Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Alright. Ciao. Ciao, ciao.